Willkommen zu einem weiteren Hangout von der Somis Cloud. Unser Thema heute: Social Media und Tourismus. Wir werden uns vor allem anschauen, was Davos Klosters macht. Unsere beiden Gäste aus Davos Klosters, Manuela Galatti und Achim Schneider. Hallo zusammen. Ebenfalls mit dabei der Thomas Reichenbach von Travel House, der Gustavo Salami von der Kublai AG und von der Somex Cloud, Gabriele Bryant, die sich mit ihrer Agentur mit dem Thema Social Media und Tourismus befasst, der Didi Clement und Antonia Frind, die das Community Management macht. Jetzt möchte ich zuerst anfangen mit ein paar Fragen an Manuela und an Achim und dann habe ich ein paar Fragen an Thomas Reichenbach und nachher möchte ich die Diskussion öffnen für die restlichen Gäste. Jetzt Manuela, Achim, mich würde als erstes interessieren, wie lange ist Social Media schon ein Thema bei Davos Kloster? Das ist ja etwas, wo man vielleicht kann sagen kann, braucht es ein bisschen Anlaufzeit. Wie hat das bei euch ausgesehen? Ja, also Social Media insgesamt wird richtig betrieben seit Januar 2011. Seitdem stehen halt personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung. Vorher hat es zwar schon Accounts gegeben auf Facebook und auf Twitter, aber das wurde nie so richtig genutzt. Und seit Januar 2011 wurde eine 100%-Stelle geschafft, da wurde Manuela eingestellt damals und seitdem wird es eigentlich aktiv betrieben. Also, du hast es angesprochen, die personellen Ressourcen, die Manuela 100%, das ist so mehr oder weniger die eine Person, die sich um Social Media kümmert, oder gibt es da noch mehrere andere Beteiligte, vielleicht aus anderen Abteilungen auch? Ja, also jetzt bezogen auf Facebook besteht die Möglichkeit, einige Mitarbeiter bei uns haben halt den Zugang, dass sie selber posten können. Sprich aus der Eventabteilung, wenn die an einem Event sind, wo wir selbst nicht hingehen können, können die selber posten. Und neu haben wir auch mit den Bergbahnen eine Kooperation, dass Leute von den Bergbahnen Posts oder auch Nachrichten beantworten können, die sich nur auf Bergbahnen speziell beziehen, wo wir oft die Antwort gar nicht wissen. Jetzt hast du angesprochen, ihr könnt Bergbahnen einbeziehen, weil zum Beispiel sie gewisses Fachwissen haben, das ihr nicht habt. Was sind so die weiteren Ziele, die ihr habt? Was möchtet ihr mit Social Media letztlich erreichen, wenn es darum geht, da wo das Kloster 100 Leute zu bringen? Also unsere Ziele sind eigentlich, dass wir authentische Beziehungen schaffen können mit den Fans, die wir haben, mit den Followern, die wir haben. Und dass wir eigentlich dort noch unsere Botschaften können platzieren können, sodass die Community das gut kann aufnehmen kann. Also wir tun eigentlich die Themen, die so ein bisschen von der Unternehmung her vorgegeben sind und von der Kommunikation her vorgegeben sind, die wir versuchen, angemessen für die Community aufzubereiten und die eigentlich dann so überbringen, dass die Leute die ansprechend finden und irgendeinen emotionalen Zugang finden, sodass eben die Bindung zu der Destination ein bisschen aufgebaut wird. Also wir sind nicht darauf aus, dass wir möglichst viele Likes haben oder möglichst viele Fans haben, sondern wir wollen wirklich echte Fans haben, die die Destination auch wirklich kennen. Und das ist uns eigentlich ziemlich wichtig. Und wir tun nicht irgendwelche Angebote oder Facebook oder Twitter oder was auch immer als Verkaufsplattform nutzen, sondern wirklich als Kommunikationsplattform. Jetzt hast du Facebook angesprochen, der Achim hat glaub, gesagt, Twitter, YouTube hat es schon länger gegeben. Google Hangout, haben wir vorher gerade gesagt, sind das erste Mal dabei. Wie gesehen so, welche Kanäle, welche Plattformen sind bei euch alles im Einsatz? Bei uns kann man sagen, dass Facebook ist so der Dreh- und Angelpunkt, wo am meisten drüber läuft. Die Contents, die wir da verbreiten, die auf Destinationsebene gleich sein sollen, die werden neuerdings von einem Content-Team gemanagt. Also ich oder wir beide im Moment noch bedienen uns der Contents, die destinationsweit verbreitet werden. Und hauptsächlich auf Facebook, auf Twitter verbreiten wir eher Nachrichten an Leute, die auch Interesse haben am Unternehmen, so ein bisschen Insiderwissen haben möchten und auch Stellenangebote und weiteres. Über Instagram machen wir Fotosharing neuerdings, das ist gerade erst am Anlaufen. Dann haben wir einen YouTube-Channel, einen Vimeo-Channel, wobei wir Vimeo meistens benutzen, um Videos einzubinden auf Facebook oder auf unserer Webseite. YouTube sind auch alle zu finden, da es ja eine wichtige Suchmaschine ist. Und zum Einbinden wird das aber nicht mehr benutzt, weil wir da nicht so die Kontrolle haben oder die Übersicht über Klicks. Bei Vimeo sind die Statistiken besser.
Und versuchsweise haben wir im Moment Pinterest und Foursquare, wo wir uns am Ausprobieren sind. Wie sieht es aus mit Mobile? Ich habe letztens einen Flyer gesehen im Zürcher Tram von der Wos Klosters. Habe also kurz angeschaut und gedacht, ah, wo ist der QR-Code oder wo ist da der Bezug zu Social Media? Ist der Flyer jetzt nicht über euren Tisch, darum ist der dort, sind die Aspekte nicht berücksichtigt? Oder ja, wisst ihr etwas über den Flyer, wie der entstanden ist? Ja, bei der Aktion in Zürich sind wir auch beide mit dabei gewesen. Manuela für die Medienbetreuung, ich habe die Facebook-Posts gemacht. Und die Erwähnung von den Social-Media-Kanälen auf den Printprodukten ist natürlich von uns angedacht, aber das braucht eine gewisse Anlaufzeit, bis das wirklich überall übernommen wird. Also da sind wir im Moment dran, das umzusetzen. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Haben wir schon mal das erste Printprodukt und das gesehen dann. Sehr schön. jetzt haben wir angesprochen, dass Pinterest, Foursquare sind noch so ein bisschen, noch so ein bisschen experimentieren, ein bisschen schauen, was funktioniert nicht. Ich kann mir vorstellen, bei allen anderen Plattformen haben wir auch schon so gewisse Erfahrungswerte. Was könnt ihr da sagen, was funktioniert für eine Destination wie euch und wo ist man noch nicht so sicher, was das bringt? Also, wir sind ja eigentlich in der glücklichen Lage, dass wir in einem wunderschönen Ort wohnen. Und das wissen auch die Leute, die uns geliked haben und die unsere Fans sind. Und darum funktioniert es also mit Abstand am allerbesten, wenn wir schöne Bilder posten oder twittern oder sharen. Also das ist wirklich so der Killer. Das funktioniert eigentlich immer. Das ist von den Likes her dann immer, schwingt das oben raus. Und was auch wirklich funktioniert, oder was man einfach so ein bisschen versucht, wenn man merkt, das ist so der richtige Weg, ist, wenn man probiert, durch alle Posts oder Tweets oder was auch immer, die Leute an ihre Ferien zu erinnern, die sie in Davos hatten oder in Klosters hatten. Oder dass man halt das erreicht, dass sie das Gefühl haben, wenn sie das sehen, so, ah, jetzt wäre ich auch gerne in Davos oder jetzt wäre ich auch gerne in Klosters oder ach, ist das schön gewesen vor 2 Wochen, wo ich noch in den Bergen war. Das ist so ein bisschen so dass der Weg, den wir versuchen zu gehen mit unseren Inhalten. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. So ein bisschen das Emotionale, wo die Leute also ein bisschen auf der psychologischen Ebene anspricht. Ja, also eben, psychologisch ist das jetzt nicht irgendwie fundiert oder untersucht, aber einfach so ein bisschen Emotionen wecken und ja, jetzt, was halt nicht wirklich funktioniert, sind dann harte Fakten oder wenn man einfach ein Event-Hinweis postet ohne irgendeinen Aufhänger oder irgendeinen Zugang für die Leute. Das Gefühl, man muss immer so ein bisschen ein Störchen aufmachen, dass sie sich auch angesprochen fühlen, persönlich. Und dass nicht einfach ist, dass sie Infos von uns eigentlich konsumieren, sondern dass es wirklich ein persönlicher Zugang ist. Jetzt möchte ich noch weitere Perspektiven darüber bringen, und zwar die von Thomas Reichenbach. Jetzt haben wir Davos Klosters ein bisschen angeschaut als eine Destination. Ihr bei Travel House sind Anbieter von vielen Destinationen. Jetzt zuerst mal auf euch aufmerksam geworden, bin ich auf Twitter, weil ich einen Tweet gesehen habe von einem ehemaligen Sommersklad-Teilnehmer, der in Ägypten mehr oder weniger gestrandet ist wegen dem Hello Grounding. Und der hat sich dann bedankt bei Travel House, weil die ihn so super supported haben bei Twitter. Kannst du noch mal kurz nacherzählen, wie das war und was da genau passiert ist? Ja, ich denke, das ist so eine kleine Anekdote einfach, wo wir, ich glaube, 2-3 Wochen waren wir jetzt gerade überhaupt in Facebook Live. Und prompt kam das Hello Grounding, also sprich alle unsere Feriengäste, die mit Hello halt irgendwo in Ägypten saßen, wussten im Prinzip erstmal nicht wieder, wie sie zurückkommen. Ist für uns jetzt gar nicht so spektakulär, wie man vielleicht denkt, weil man im Prinzip schon Ersatzflüge mit Edelweiss und mit anderen Airlines bekommt. Überraschend war für uns einfach, dass uns ein Kunde plötzlich über Facebook kontaktiert und sagt, ich bin hier in Ägypten, ich habe einen Reiseleiter gefragt, der weiß eigentlich von nichts so genau, der hat mir noch keine Infos geben können. Könnt ihr mir nicht sagen, wie ich wieder zurückkomme in die Schweiz? Und wir hatten dort im Prinzip schon vom Direktvertrieb, auch von dem Reisebüro im Prinzip mit Leuten auch als Administrator mit dem Facebook und konnten eigentlich wirklich relativ schnell eine Antwort liefern. Er war wirklich happy, er hat wirklich die Informationen bekommen, die er wollte. Also Geschwindigkeit ist für uns noch relativ einfach im Moment, weil das Volumen einfach viel zu, also noch relativ klein ist, sage ich mal. Dadurch konnten wir schnell reagieren. Er war happy, er hat schön durch die Welt getweetet, was auch immer hilft am Anfang. War eine schöne Geschichte. Also, sehr gut.
Jetzt hast du Twitter, Facebook angesprochen. Wir haben vorher gehört bei der Manuela und beim Achim, dass so ein bisschen das Emotionale ist wichtig, Bilder zeigen, die Leute auf dieser Ebene ansprechen. Wie macht ihr das und was sind bei euch für Instrumente im Einsatz? Also bei uns, wir haben nicht eben eine Destination, die irgendwie besonders hervorsticht. Wir haben aber ganz spezielle Produkte bei Travelhouse im Prinzip, weil es wirklich so Fernreisen, Rundreisen irgendwie nach Afrika und so weiter sind. Also die Produkte sind spannend, wir haben extrem guten Content und was eigentlich noch viel, viel wichtiger ist, wir haben wirklich ganz viele Experten in der Organisation, im Produktmanagement, über 100 Leute, die ihre Destination gut kennen, die viel reisen, auch viel privat viel reisen. Das ist schon mal eine Riesenmenge und wir haben im Vertrieb über 200 Reiseberater speziell für das Produkt Travelhouse, speziell für diese exotischen Reisen, die wir eigentlich auch probieren einzubinden. Und das ist eigentlich der Kern unserer Aktivität, ist wirklich den Kollegen im Prinzip eine Plattform zu geben, wo sie sich einfach ganz neu darstellen können und auch in Kontakt kommen können mit den Kunden. Aber im ersten Schritt, Kern ist eigentlich für uns gar nicht gewesen jetzt Facebook oder Twitter, sondern Kern war wirklich im Prinzip im Blog einfach mal zu erzählen. Also klassisch von der normalen Internet-Booking-Engine mit Produkten wegzukommen, zu sagen, wir haben eigentlich, das Entscheidende ist nicht der Hotelbeschrieb, das Entscheidende ist nicht das Programm der Rundreise, das Entscheidende ist eigentlich die Story, die der Reiseberater dazu zu erzählen hat. Und da hängt dann halt auch Facebook mit dran, die Kommunikation ist einfach in Facebook und das sind aber natürlich einmal unsere Produktinhalte also selber, aber das Schönste ist eigentlich, wenn wir einen Reiseberater von uns haben, der selber halt gerade irgendwie einen Pinguin streichelt und das ist das Spannende eigentlich, das ist das Tolle, die kompetenten Leute eigentlich dahinter. Also das macht Spaß. Was mich auch noch interessiert, ist, du bist aus dem E-Commerce. Wie schafft ihr so die Verknüpfung E-Commerce, am Schluss wollt man etwas verkaufen, wie versucht ihr die Verknüpfung zu schaffen zwischen dem, was du jetzt erzählt hast, die Stories, die im Prinzip auch so ein bisschen Emotionen, das Fachwissen zeigen, wie soll das letztlich dazu führen, dass auch mehr Leute bei euch Ferien buchen und sich vielleicht nicht einfach inspirieren lassen und denken, ah, Afrika sieht noch schön aus, aber ich buche jetzt noch jemand anders? Also ich denke, man erkennt, wenn man die Artikel liest von den Reiseberatern, wenn man auch von, wenn man die Produkte sieht, was wir eigentlich dadurch auch darstellen ist, es braucht eine kompetente Beratung. Also es reicht nicht für die Reisen, die wir verkaufen, dass ich mir zwei Hotels zusammenklicke und einen Flug dazu und dann hat sich das mit der Reise, dann mache ich das selber. Ja, ich kann Monate und Wochen investieren, aber man sieht eigentlich, die Reiseberater können das eigentlich leisten. Wir haben, was mir ein bisschen in meine Richtung spielt. Wir haben eine klare Strategie bei Hotelplan Schweiz, dass wir sagen, wir haben einmal die wirklich die in Richtung Online OTA pushen, in Richtung Online-Reisebüro. Das ist Hotelplan Denner und Migros, das sind die, die wirklich auf das Pferd setzen. Und wir sind eigentlich bei Travelhouse, dass wir wirklich sagen, stationärer Reisevertrieb hat eine Zukunft, speziell in den Produkten, wo wir halt jetzt eben da aktiv sind. Es ist von der Messung einfach eine Herausforderung, weil wir haben, also ich sag mal, für mich ein gewisses Durcheinander an, welche Produkte haben wir, verschiedene Marken, wir haben im Vertrieb verschiedene Marken und verschiedene Kanäle und am Ende weiß ich im Grunde nur durch, wenn ich einen Kunden eigentlich direkt frage, wie ist er eigentlich auf mich aufmerksam gekommen. Natürlich weiß ich, wie viele Leute lesen Artikel und natürlich weiß ich, wie viele liken irgendwie einen Post in Facebook. Aber ob jetzt bei Travelhouse auf der Seite ein Reiseberater sich darstellt, der eigentlich von Hotelplan ist und am Ende vielleicht ein Produkt bucht, was wir gar nicht auf der Website haben. Das ist ein Effekt für die Firma selber, den ich gar nicht so schnell greifen kann. Und da ist auch eine Menge Goodwill irgendwie in der Firma einfach notwendig, dass sie sehen, toll, wir haben eine Plattform, toll, wir sehen die Traffic-Zahlen und so weiter. Aber die Messung ist definitiv eine Herausforderung. Ja. Gut, jetzt möchte ich die Diskussion öffnen. Wir haben zwei Perspektiven gehört. Habt ihr, Didi, Gabriele, Gustavo, habt ihr vielleicht gerade noch eine Frage an unsere Gäste aus Davos Klosters und von Travelhouse. Also ich würde gerne etwas fragen. Gehört ihr mich? Ja. Sehr gut, ja. Und zwar beide hat irgendwo schon Erfahrungen gemacht mit Foursquare und Promotionen oder so Wettbewerben, dass irgendetwas in die Richtung schon ausprobiert worden ist. Also ja, wir haben mal. Gut. Thomas? Nein, bitte, Davos. Danke. Also der Achim hat es vorher schon angedeutet, wir tun Foursquare im Moment eigentlich jetzt nicht, wir setzen jetzt nicht alles auf Foursquare, wir tun es mehr so ein bisschen ausprobieren. Wir haben das auch schon versucht mit so einem Special, mit so einem Angebot
Und dort ist es eigentlich auch darum gegangen, dass wir in einem von unseren drei Infobüros, die wir haben, zwei in Davos und eins im Kloster, dass wir dort einchecken können und dass man, wenn man eingecheckt hat, dass man so ein Geschenk bekommen hat, ein kleines Giveaway. Und das war mal so ein erster Versuch gewesen und ist überhaupt nicht genutzt worden. Also wir haben da jetzt die Erfahrung gemacht, dass das wahrscheinlich relativ viel Zeit braucht. Und ich habe persönlich auch so ein bisschen das Gefühl, dass Foursquare rein von der Nutzung her allgemein, das nicht nur im Tourismus, dass das irgendwie wie nicht richtig ankommt in der Schweiz. Also es ist so, es gibt es schon lange, aber irgendwie merke ich, dass auch Leute in meinem Umfeld, das sind die, die dort online sind und dort das Profil haben, das sind alles Leute wie ihr, die so ein bisschen sich mit der Materie auseinandersetzen, aber ganz normale Bürger, also normale Kollegen, die nichts mit mir zu tun haben, beruflich, die sind überhaupt nicht auf Foursquare. Und darum weiss ich nicht, ob es wirklich funktioniert. Aber so Amerikaner haben auch nicht so mehr Amerikaner, die sich einchecken. Ich kann mir vorstellen, dass Amerika ist so einiges grösser und Tourismus hat ja auch viele Ausländer. Also wir merken dann nicht dort, dass zum Beispiel sich mehr Amerikaner oder Engländer einchecken. Also allgemein ist natürlich Davos, Kloster, das ist jetzt nicht unbedingt die Destination, wo die Amerikaner kommen. Das ist mal das erste, wir haben nicht so viele amerikanische Gäste. Und ich merke jetzt dort nicht wirklich viel. Also ich monitore eigentlich die Locations und ich sehe, wer sich dort überall einloggt. Auch Sachen in der Nähe, also nicht nur das, was wir haben. Und jetzt kann ich sagen, ich müsste schnell nachschauen. Okay. Und mit QR-Code haben wir das schon ausprobiert? Wir haben ja auf einem Flyer einen QR-Code gemacht. Ja, stimmt. Ja, wir hatten einen Test gemacht. Einmal bei uns gibt es im Sommer so ein Gästeprogramm, das heißt Davos Kloster ist Active. Und da wurde jeden Tag in den Infobüros ein Tagestipp aufgestellt, wo ein QR-Code mit aufgedruckt war, kann ich dir aber leider nicht sagen, wie oft der jetzt aufgerufen wurde. Und so bei den anderen Printmedien wie Schiepers geschenkt worden, Plakaten, QR-Code, aber da habe ich noch keine Zahlen gesehen, ob das jetzt wirklich genutzt wird. Also wir sind voll in der Startphase sozusagen, ja. Dass das auch geht. Sie sind nicht in Zürich, da geht das ein bisschen länger. Vielleicht QR-Code ist vielleicht eine Frage, die wir an Thomas noch weitergeben könnten. So mobile, vielleicht auch, macht ihr euch Gedanken darüber, Ferien ist immer der Zeitpunkt, wo man sich vielleicht überlegt, mit welcher App bewege ich mich jetzt am besten durch China oder so. Macht ihr euch auch so Gedanken, dass Travelhouse vielleicht die Leute nicht nur mit schönen Ferien garantieren sollte, sondern mit Apps noch so ein bisschen Informationen könnte bereitstellen, wo man eben auch noch braucht, neben dem schönen Strand? Also ich denke, ich bin eher konservativ in der Reihenfolge, in der ich da einfach vorgehe. Und ich, wir haben bei verschiedenen... Hallo. Hallo. Und tschüss. Okay. Haben wir eine Frage von Facebook, Twitter, Antonia? Nein, ich stelle sie nicht. Gabriele, Didi, möchtet ihr noch gerade irgendetwas sagen? Ich hätte eine Frage und zwar zum Einsatz von Google Plus. Wird das parallel betrieben? Was sind die Erfahrungen damit? Gibt es überhaupt Erfahrungen damit? Es ist relativ schwierig, glaube ich, auf Google Plus was aufzubauen. Und das würde mich einfach interessieren, ob ihr das probiert habt. Also ich persönlich weiß jetzt nicht, ob wir es schon probiert haben. Ich sehe das nur aus meinem persönlichen Umfeld, wie viele mit Google Plus überhaupt arbeiten. Wenn ich das vergleiche mit Facebook oder mit anderen Kanälen, wer das überhaupt nutzt, ist dann die Frage, ob das sinnvoll ist, da Zeit zu investieren. Das ist die Frage, ob sich Google Plus durchsetzen kann, meiner Meinung nach. Ja, also wir haben da mal einen Account in dem Sinn reserviert. Also der Name gibt es, da wo es los ist, gibt es in dem Sinn als Account. Aber also, ich habe das Gefühl, das ist zu ähnlich zu Facebook und das ist sehr, ich merke irgendwie, es entwickelt sich in die Richtung, ein bisschen wie Foursquare, es sind einfach die Leute online, die es einfach mit dem befassen, effektiv, und sonst eigentlich nicht wirklich ein breites Publikum. Ja, das sehe ich ähnlich und es ist schön, das aus der Praxis auch mal zu hören. Hast du, Gabriele, vielleicht sonst noch irgendwie Praxiserfahrungen? Auch weil du ja, wir haben jetzt zwei
Davos-Klosters gesehen, Travel House. Du machst vielleicht mehr noch so ein bisschen Vergleich. Kannst du etwas dazu sagen, was sind denn so ein bisschen Best Practice oder sehr gute Beispiele, wenn man die Tourismusbranche in der Schweiz oder auch weltweit anschaut, wenn es um den Einsatz von Social Media geht? Da gibt es einige. Es gibt ganz große. Was mir immer dabei einfällt, was in der Schweiz vermutlich gar nicht nachbildbar ist, weil die Größe fehlt, ist Vail in Colorado. Ja. Mit ihren, wie heißt, die haben so ein NFC-System, wo die Gäste praktisch erfasst werden, wenn sie Pisten runter und rauf fahren. Man kann Höhenmeter einstellen, man kann so ein persönliches Porträt bauen, eine Fotosammlung einstellen, da wird man auch fotografiert auf der Piste. Also ein riesen umfassendes Ding, was diese ganzen 6 oder 7 Skigebiete in Colorado zusammen machen. Und das ist natürlich super Best Practice, aber für die Schweiz vermutlich nicht umsetzbar. In der Schweiz, Davos Kloster ist ein gutes Beispiel. Es gibt da Zermatt, macht es nicht schlecht. Graubünden, also es gibt da einige Beispiele. Umfassend alles auf allen Kanälen schießen, das macht meines Wissens noch keiner. Was sicher auch ein gutes Beispiel ist Schweiz Tourismus, wo ja. Wir haben das ein bisschen angeschaut, mit Blick auf Cloud, mit Blick auf Einfluss, mit Blick auf Vernetzung, macht das Schweiz Tourismus sehr gut. Vielleicht noch die Frage an euch, Manuela und Achim, wie gibt es eine Zusammenarbeit zwischen euch und Schweiz Tourismus? Ja, wir sind Keypartner bei Schweiz Tourismus, arbeiten viel mit denen zusammen. Das bezieht sich auf die neue iPad-App und aber hauptsächlich auf die Marktbearbeitung. Also so Social-Media-Bereich haben wir in dem Sinne direkt mit Schweiz Tourismus noch nichts gemacht. Da gibt es jetzt die neue Aktion in London, wo die Eisblöcke überall aufgestellt werden. Das ist auch recht breit getreten worden, aber direkt, dass wir jetzt was da übernommen haben, haben wir nichts gemacht mit denen. Okay, jetzt kommt, glaube ich, der Thomas leider nicht mehr zurück. Ich habe gerade keine Frage mehr. Wie sieht es bei den anderen Gästen aus? Eine Frage eigentlich nicht, aber ich wollte gerade bei Stichwort Schweiz Tourismus hinterher schieben. Der neueste Wettbewerb ist natürlich auch klasse. Der neueste Wettbewerb mit, wieder mit den zwei... Die von Paul, die schlafen und die man aufwecken soll. Das ist natürlich auch super umgesetzt. Und in der Hinsicht ist Schweiz Tourismus sicherlich einer der kreativsten in der Schweiz. Sicher auch einer von denen oder die Leute, die am meisten Geld zur Verfügung haben, kann ich mir vorstellen. Das stimmt natürlich. Also ohne Geld geht es nicht. Aber es braucht da, im Unterschied zum früheren traditionellen Marketing, braucht es weniger, es braucht eigentlich mehr Kreativität. Sehr schön. Hast du gerade noch etwas, Gustavo? Ich hätte nur noch kurz etwas ergänzt zu Google Plus. Ich sehe das natürlich ganz anders. ich glaube, was man unterschätzt bei Google Plus, ist halt, dass einfach das Suchresultat von Google beeinträchtigt wird. Das heisst, wenn ihr nicht auf Google Plus setzt, hat das einen Einfluss auf euer Ranking im SEO-Bereich. Und SEO ist etwas, was ich das Gefühl habe, kann sich niemand leisten, nicht mit zu berücksichtigen, egal in welcher Online-Strategie, dass man sich drin befindet. Aber das heisst nicht, man muss jetzt genau das Gleiche machen wie auf Facebook. Vielleicht einfach mehr auf Content setzen und so Geschichten. Vielleicht, wenn ihr mehr darüber erfahren genau zu dem Thema, der letzte Podcast von der Somis Cloud befasst sich mit Google Plus und SEO, weil eben SEO ein wichtiger Grund ist eigentlich für Google Plus. Wir haben dort mit zwei Experten geredet und auch, wenn ihr auf den Blog geht, somiscloud.com, seht ihr einen Blogpost, wo wir so ein bisschen 10 Tipps geben, wieso dass man eben Google Plus durchaus berücksichtigen, auch wenn es noch nicht so die Massenplattform ist wie Facebook. Aber eben, das kann sich ziemlich schnell ändern. Das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für Foursquare. Wenn niemand mehr eine Frage oder sonst etwas anzumerken hat, bedanke ich mich bei unseren Gästen, die da dabei gewesen sind, auch bei den Zuschauern, die live reingeschaut haben. Das sind 8, 9, 10 Leute gewesen bei YouTube. Das Filmli gibt es wie immer später noch im Blog von der Somex Cloud. So einen Hangout gibt es wie immer wieder im Monat. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis gleich. Ciao zusammen. Ciao.